die deutsche Mannschaft noch sehr, sehr wankelmütig unterwegs. Und als Vorbereitung für Olympia im Sommer, das hat Horst Rubesch sehr deutlich an, dass er diese Phase natürlich jetzt auch nutzen möchte und muss vor allen Dingen um diese ohnehin weiter, aber auch Tabellenplatz 3 und Platz 4 sind. Zweite Mal, dass die deutsche Frauennationalmannschaft hier nach 2011 jetzt, wie gesagt, zum zweiten Mal. Dreimal. Schiedsrichterinnen, gehen wir gleich noch drauf ein, kommen aus Tschechien. Die Isländerinnen mit viel Selbstvertrauen hier angereist, habe es angesprochen, der 3-0-Siegerin von Bayern München. Julia Gwin, haben wir schon drüber gesprochen. Also die Leichtigkeit, Katrin, die muss man sich erst zurückerobern, ne? Ja, vor allen Dingen daran glauben, dass man sie auch hat. Also sie gar nicht wieder weg. Angesprochen im Vorlauf, Spiel läuft, deutsche Mannschaft in den neuen Weißen. Wir werden sehen, wie sie heute gefordert wird. Das ist Jonstott hier, die angesprochene Wolfsburgerin. Die kommt sie zum Kopfball und da ist sicherlich eine Gefahr, wo man merkt, da ist die 16er, muss sich was zutrauen, kann das Dribbling, ja, und der kommt noch ein bisschen zufällig durch. Lea Schüller antizipiert das ein bisschen spät vielleicht, aber damit konnte man noch nicht unbedingt rechnen, versucht dann noch mit dem langen Bein was auszurichten, aber erste kleine Annäherung, Auftritt in der Nationalmannschaft als Einwechselspielerin. In Rostock gegen Dänemark, Lea Schüller. 1:0, vierte Minute. Das ist der erhoffte Start in dieses Spiel. Und wir konnten es in der Einstellung auch sehr gut sehen. Keine Abseitsposition bei dem wunderbar tempo deutschen Defensivspielerinnen. Erster Ball gut geklärt. Oh, zweite kommt noch. Vigostott hier natürlich bei Standards immer mit dabei. Vorne sehr kopfballstarke Spielerin. Und zwar nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive. Zweifache Torschützin gegen Österreich. Gut gesehen. Schön in den öffnenden Raum. Auch erst 19 Jahre alt. Klasse Laufweg da von Oberdorf. Das kennen wir von ihr. Selbst mal in den 16er, in die Tiefe rein. Ups. Ja, gegen zwei durchgesetzt. Dilja Somas. Kommt zum Abschluss. Aber gute Situation. Diese Situation, diesen öffnenden Konkurrenzkampf auch im Tor. Brandt holt die Länderin ein bisschen raus aus dem Zentrum. Gegen Österreich allerdings auch einige Problemchen offenbart, aber das kann man ihr persönlich gar nicht ankreiden. Da hat die ganze Mannschaft insgesamt nicht funktioniert, zumindest in der ersten Halbzeit. Das ist Gudrun Arnadott hier, die Rechtsverteidiger, sehr neugierig auf ihre nächsten Einsätze auch. Oh! Da muss sie natürlich näher attackiert werden. Das war Sigurdardottir hier, die sich da in den Strafraum geschlichen hat. Und Sens. Nüsken sucht ihren Raum. Brandt, ja. Sens noch mal mit Bühl. Ja.
Bühl. Clara Bühl. Ah, klasse gemacht von Oberdorf. Das war schon fast No-Look. Und mit ein bisschen Glück ist Schüller da mit der Fußspitze noch da. Keine Abseitsposition. Zu Somas. Und immer wieder die Flanken rein. Und da ist der Ball drin. 1-1 durch Eirik Stottier, die sich dort am langen Pfosten Freiraum verschafft hat. Es hat sich ein bisschen angedeutet. Sie spielen so klar, so schnell, so einfach nach vorn, die Isländerinnen. Man hat gesehen, das ganze Mittelfeld des deutschen Teams war offen. Hier erstmal wieder erste Adressatin Jonsdottir. Sie sortiert, auch wenn der Ball nicht ideal. Und hier wieder zu unpräzise. Unglaublich, was Jonsdottir da alleine macht. Henrich kann sich nur mit einem Foulspiel helfen. Sieht dafür die erste gelbe Karte dieses Spiels. Für Svennis Jonsdottir. Das Also es wird wohl nicht weitergehen. Es war ein kurzer Versuch. Und das tut einem schon richtig weh hier oben auch aus der Entfernung. Schon wieder kann sie eine Partie gegen Deutschland nur auch. Bühl. Oh, direkt Abnahme hier nach einer guten halben Stunde dabei ist, ihren Platz zu suchen. Ihren Raum zu suchen in der etwas offensiveren Positionierung. Die großgewachsenen Isländerinnen da hin und wieder in Verlegenheit bringen. Schüller! Gut durchgesetzt dort im Kopfballduell. Lea Schüller, Torschützin des 1:0. Und auch die Hereingabe von Clara Bühl, gut getimt. Und sie war eine sehr scharfe, es war eine sehr scharfe Flanke. Und sind sich in der tiefen Staffelung immer mal wieder ab. Schüller, jawohl, der sitzt. 34. Minute, Bühl, Schüller. Das ist das Duo, das hier auch den zweiten deutschen Treffer markiert. Also wird nicht richtig die Isländerinnen mitgezogen hat. Und so kam Lea Schüller frei zum Kopfball. So, das muss eine gelbe Karte geben hier. Klares taktisches Foul. Ja, festgehalten Arna Dottier hier. Oberdorf im Versuch hier schnell umzuschalten. Also, ja, Schüller. Lüsken und Bühl. Man sieht jetzt den Tag, eine unglückliche Halbzeit gegen Österreich gehabt. Nicht mehr, nicht weniger. Boah. Und hoffen auf den Fehler. So, das ist diese. Auf jeden Fall jetzt die Führung mit in die Pause nehmen. Das ist oberstes Gebot. Spielerinnen im 5-Meter-Raum. Nüsken. Oh, Ball noch nicht abgeklärt. Und dann ist es Oberdorf, die den rechten Fuß reinstellt und sich freundlichst bedankt. Ah,
Also schauen wir nochmal hin hier. Diese Ecke schon, das ist die erste Ecke gewesen, die es dann noch ermöglicht hat. Eine zweite oben dran, zweiten Abschnitt. Aber jetzt natürlich erstmal Zeit für die Nachrichten. Für den Wechsel hat es ja bei Island schon gegeben aufgrund der Verletzung von Sven. Bayern München von Wolfsburg. Und das dem Vernehmen Jule Brandt im 1-1. Sens. Auch hier wieder deutlich. Ja, gut gemacht von Oberdorf. Da hat sie ein bisschen Pech, dass diese Klärungsaktion nicht richtig scharf wird. Im Moment von einer weiteren Reaktion der Isländerinnen. Summers. Ah, klasse Ballannahme hier und Mitnahme von Bühl. Clara Bühl. Mannschaft Sens. Flanke Linda und Brandt. Jule Brandt. Meine Güte, der klebt das Pech jetzt aber auch wirklich nicht am Schuh, sondern in dem Fall am Kopf. Das hätte sie sich verdient. Und würde ihr natürlich auch einen riesen Auftrieb geben. Sjoke Nüsken verlässt den Platz und Janina Minge, die ja auch im Sommer ihren nächsten Karriereschritt macht, nämlich zu Wolfsburg wechseln wird. Einer und dort noch mal einen neuen Schwung bekommen hat. Und aus Brandt. Geht immer ein Raunen hier durchs Stadion, wenn sie Tempo aufnimmt. Guter Abschluss. 30 Zentimeter ungefähr haben da gefehlt. Ja, das ist in der Tat, Katrin. Ist ja so ein bisschen in ein Loch gefallen, auch nach der WM. Oh! Kennen wir von ihr. Muss der Gegner natürlich zulassen. Oberdorf. Und von Jule Brandt für sie jetzt Schluss. Krisen gehabt bei Bayern München. Na, hoppala. Magnus Dott hier, Spielerin vom 1. FC Nürnberg. Haidas Dott hier. Und Williams Dott hier. Die Leverkusenerin mit einem guten Eckball. Herber Verlust im Übrigen für den Sportclub aus Freiburg, dass sie den Verein verlassen wird. Absolute Führungsfigur in diesem Team gewesen. Oder ist es noch bis zum Sommer? Wer bietet sich dort an, ja? Auf. Die rackert bis zum Schluss. Oberdorf! Quinn. Und wer ist in der Mitte? Bühl! Das war maximal ein kleiner Wischer. Der Thomas Wolter, eins Nationalspieler mit einem Länderspiel. Er gewinnt. Christian Wirk natürlich noch gut, ey. Das ist es. Schluss in Aachen hier auf dem Tivoli. Die Mannschaft von Horst Rubesch gewinnt mit 3:1 gegen Island. Leistungsgerecht auf jeden Fall hat sich das hier verdient. Mit viel, viel Einsatz, viel Invest hier